So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Ich habe gerade 9 Minuten aufgenommen und versuchte, den Dreisprung auszuführen. Ich habe keine Ahnung, wie der geht. Ich weiß es nicht. Die Fläche ist für mich viel zu kurz. Wir probieren jetzt lieber nochmal die Starcoin-Level, das Starcoin-Level von Rasierer. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Dreisprung da auszuführen ist. Ich habe mir dann kurz ein Level gebaut von New Sub, um ein bisschen zu gucken, wann man so einen Dreisprung ausführen kann. Man muss dafür relativ viel rennen oder viel vorher gesprungen sein. Ich habe die Fläche überhaupt nicht dafür, um das irgendwie auszuführen. Ich habe keine Ahnung, wie der an der Stelle funktionieren soll. Spielen wir lieber das Level noch ein bisschen. Da habe ich zumindest kleine Erfolgserlebnisse. Wenn auch das gerade keins war. Aber ja, nee, keine Ahnung. Die 9 Minuten gerade, ich war jetzt so... Nee, das lade ich nicht hoch. Was nützt es euch, mir 9 Minuten dabei zuzuschauen, wie ich Dreisprung übe, der nicht funktioniert? Keine Ahnung. Braucht man nicht. Ich müsste halt mal ein Video sehen. Ah, ich muss mal gucken, ob er das hochgeladen hat. Er lädt ja teilweise Videos von seinen Leveln hoch. Das muss ich mal gucken, ob der was hochgeladen hat. Wie man das spielen soll. Ich müsste halt mal sehen, wie die Technik da funktioniert. Muss ich da einen Wandsprung machen, dass ich überhaupt erst Geschwindigkeit aufbauen kann? Muss ich hin und zurück mehrmals? Oder geht es wirklich aus dem Stand? Weil aus dem Stand habe ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also safe nicht. Ah, ich habe eine Idee. Wie ist denn das, wenn ich von hier komme und den direkt so mitnehme? Ah, das ist angenehmer. Okay. Das ist besser, als wenn der da auf mich zuläuft. So, jetzt ein kleiner Sprung. Schade. Und dann einfach nicht mehr in den Mancha reinlaufen. Das wäre doch ein Teilerfolg. Puh. Okay, wir warten, bis er wieder kommt. Das war gerade eben, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so wie das funktioniert hat. Mal gucken, ob es wieder funktioniert. Ich muss ein bisschen mehr Anlauf. Wie habe ich das gerade gemacht? Mist, ist immer ärgerlich, wenn eine Sache einmal funktioniert und dann nicht mehr. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ach, leck mich doch hier. Menschenskinder. Bisschen Anlauf, aber dann werde ich wahrscheinlich in der Stachel gleich drin landen. Nee, okay. Aber es ist trotzdem, es fühlt sich auch noch nicht, also gut, perfekt fühlt sich es nicht an, nachdem ich gerade wieder gestorben bin. Aber gut. So, kleiner Sprung. Okay. Wir stehen mal wieder hier. Okay. Das muss ich jetzt einfach nur zweimal machen noch und dann haben wir's. Oh, wir sind mal weiter. Unglaublich. So. Das war die erste. Okay, jetzt, also wir haben praktisch 3 Challenges. Ja, jede Challenge führt zu einer Starcoin. Problem, wie gesagt, habe ich schon im letzten Part angesprochen. Es kann keinen Checkpoint geben. Weil wir eben eine Zielbedingung haben. Okay. Oh nein! Ach so. Ich dachte gerade schon. So. Der kann mir eigentlich gar nichts. Die sieht jetzt eigentlich auch nicht so gefährlich aus. Und er wirft maximal 2-mal, ne? Okay. Dann warte ich halt hier unten. So. Und das sind jetzt ja...
Oh Gott. Ah, oh nein. In die Lücke rein. Das, oh Gott, das wird dauern, bis ich... Oh nein, das ist kein... Oh Gott. Oh Gott, was? Ja, und wie gesagt, wir haben keine... Wir haben eine Zielbedingung, deswegen haben wir keine Checkpoints. Ach du Schande. Oh, der Lückensprung ist jetzt schon wieder was, wo ich... Oh nee. Oh nee, der... Oh. Es gibt dann immer so diese eine Sache, wenn man die sieht, verliert man jeglichen Mut. Oh, scheiße. Gott, dieser Lückensprung... Nein. Ich hasse so Präzisionsmist. Nein! Ich hätte gedacht, das funktioniert, aber der war noch ein bisschen zu nah dran, ne? Ich glaube ja. Ach, Mist. Warte, wenn der darüber läuft. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich habe doch genug Fläche zum An... Oh, das ist ja viel einfacher mit dem Poki, als ich dachte. Ich habe eine bessere Möglichkeit, über den drüber zu springen. Da habe ich auch richtig viel An... Oh, leck mich. Da habe ich auch richtig viel Anlauf vorher. Aber der Lückensprung wird dadurch nicht besser. Der ist nicht vereinfachbar. Den kann ich nicht vereinfachen, da habe ich keine andere Strategie. Ich muss treffen. Und ich habe nur einen einzigen Versuch. Und ich muss jedes Mal, wenn ich den Lückensprung jetzt nicht schaffe, alles nochmal spielen. Das ist alles andere... Ah, ich bin blöd. Das ist alles andere als gut. Der Lück... Oh, wie ich... Den schaffe ich auch nicht. Den werde ich nicht schaffen. Den kann ich nur mit Glück schaffen, weil ich hab nicht den Skill, um die Lücke zu treffen. Das kann ich nicht. Das kann ich gleich sagen. Das ist nicht mein Skillbereich. So eine Lücke zu treffen, das kann ich nicht. Das kann ich nur mit Glück versuchen zu erreichen und das war's dann. Aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich bin auch nicht gewillt, jetzt 500 Mal den ersten Raum nochmal zu spielen, nur um einmal diesen Lückensprung auszuprobieren. Nee. Dann muss das Level leider wohl doch auch geskippt werden. So, aber wir kriegen gleich nochmal den Lückensprung, wenn ich jetzt nicht zwischendurch vorher versage. Aber eigentlich war das hier alles kein Problem. Und auch der erste Teil vom nächsten Raum war eigentlich kein Problem. Eigentlich, muss ich halt dazu sagen. Vielleicht bin ich ja wieder blöd und mach Quatsch. Das passiert natürlich. Das war super knapp. Okay, wir warten hier. Treffe ich den nicht. So, aber wie gesagt, das nützt mir alles nichts, weil jetzt kommt der Lückensprung. Tja, da ist immer wieder. Ich hab keine Ahnung, wie hoch ich springen muss. Ich weiß es nicht. Ich kann nur mit Glück hoffen, reinzukommen.
Und jetzt den nicht zu versauen. Und wieder von vorn. Und den haben wir jetzt jedes Mal. Also ich predikte jetzt, wenn ich noch zweimal an der Lücke sterbe, wird meine Geduld am Ende sein. Vor allem, ich komme hier jedes Mal aus den Lücken, wo ich nicht sterbe, da komme ich jedes Mal raus. Und jetzt die eine, da komme ich nicht raus. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Warum drehe ich denn immer um manchmal? Keine Ahnung. Was für Gedanken ich dabei habe. Ah! Okay, ich dachte, das reicht nicht, aber es hat gereicht. Auch hier, ich komme ja raus. Das ist, glaube ich, auch der gleiche Lückensprung, ne? Ich glaube, genau den muss ich machen. Problem ist, wenn ich den hier nicht treffe, lande ich unten und bin nicht tot. Wenn ich den anderen nicht treffe... Ach... Wenn ich den anderen nicht treffe, bin ich tot. Nee, ich glaube, wenn ich noch einmal dort sterbe, reicht es mir schon, weil ich... Ich muss dann jedes Mal diesen Mist hier am Anfang wieder spielen. Das muss man doch irgendwie anders regeln können mit Checkpoints, ohne diese blöde Zielbedingung. Ich meine, ich verstehe den Gedanken, man sammelt die Starcoins und so weiter. Cool. So. Aber statt den Coins, wenn da Checkpoints wären... Ja gut, dann falle ich durch den Du... Ja gut, das könnte man ja anders bauen. Der eine Checkpoint führt dann dahin, der andere führt dahin. Anstatt pro Dings einen Checkpoint. Und dann halt noch vor dem Ziel, keine Ahnung, Eisblöcke und man kriegt im letzten Raum eine Feuerblume. Irgendwie sowas. Das wäre doch möglich. Das wäre dann die Conan-Version. Ne, weil er macht ja schon so, dass man in die anderen Räume nur rein kann, wenn man in dem anderen Raum was schafft. Dann kann ich vor das Ziel doch auch eine Barriere setzen, die ich im letzten Raum dann sozusagen erst die Lösung bekomme dafür. Oh Gott! Wieso schaffe ich das denn jetzt? Und jetzt werde ich da wieder nicht rauskommen. Ja, ach! Oh Gott! Nee, ich mag nicht mehr. Das nervt mich. Das kriege ich nicht. Ich bin raus. Ich kann das, ich will nicht, das kann ich nicht. Sorry, ich krieg das nicht, da bin ich... Nein. Wir spielen noch ein paar neue Level. Ich will noch ein paar Erfolgserlebnisse. Ich dreh sonst hier komplett frei. Ich dreh hier sonst gleich komplett frei, wenn ich noch einmal diesen ersten Raum spielen muss. Nee, ich will nicht mehr. Nein, bin ich raus. Da bin ich raus. Tschüss. Your Mode. Ich bin ein Player. Ach so. Kann ich auch einfach drücken jetzt. Okay. Das war der falsche. What? Alter! Ah, okay.
Dachte schon, ich bin zu blöd dafür. So. Ei. Okay, jetzt muss ich da durch. Was kommt hier raus? Oh mein Gott! Nichts Gutes. Nichts Gutes kommt da raus. So, das nehme ich aber mit. Schieß. Das nehme ich mit, das brauche ich gar nicht. Vielleicht kann ich es nutzen. Nein, der, der landet da. Oh Gott, das ist... das ist unangenehm. Das ist sehr, sehr unangenehm. Kannst du dich mal... Alter! Alter, verzieh dich mal. Hey, ich brauche das dann ja überhaupt nicht, das Spring... Okay. Ich probier's einfach mal jetzt mit durchrennen. Scheiße. Oh, fuck. Alter. Also dann, eben doch die ruhige Version. Nein! Ah, da kommt der nächste runter. Shish. Warte darauf, dass der Hammerbruder mir irgendwann auf den Kopf fällt. Darauf warte ich noch. Darauf warte ich noch. Wow. Na, jetzt dachte ich, jetzt kommt der nächste, aber der kam noch nicht. Okay. Blöd. Ich habe halt nicht die Geduld, das ordentlich zu spielen. Ich will da durch diesen On-Off-Kram. Ich will da schnell durch. Ich habe nicht die Geduld dafür. Echt nicht. Wow, ich sag... Ich sag's ja noch. Ich sage es noch. Ah, wenn ich da... Okay, wenn ich da direkt auf das Blaue gehe, bin ich schlauer. Wow. Da drüben ist Ende. Okay. Ach, dang it. Ich hab's gewusst. Hab's genau gewusst. Okay.
Aber das Springboard nützt. Das Springboard nützt mir in dem Raum eigentlich jetzt nicht wirklich was, ne? Nein! Oh Mann! Ich krieg den dritten nicht hin. Von der Dreierreihe. Wow! Ich stand genau auf dem Feuer. Oh mein Gott. Viel zu viel Glück. Glück. Boss, was? Ciao. Das machen wir nicht. Oh Gott, danke, dass du mir da einen Off-Blöcke hingesetzt hast, Kollege. Oh, yes. Dafür braucht man die Feuerblume. Dafür braucht man die Feuerblume. Oh, so befreie ich den Boss doch gerne. Mein Gott, ey. Ey, es hat trotzdem funktioniert. Unglaublich. Es hat trotzdem funktioniert. Puh. Was ein Level. Was ein Level. Oh, Schneeland. Von Moho Lemieux, Deutscher. Let's go. Mal gucken, was du Schönes gebaut hast. Ich bin dumm. Gib mir das. Plopp. Geht nur im Schnee, die kaputt zu springen. Also don't try this at desert, zum Beispiel. Nice. Nicht so nice. Aber schönes Level. Schönes, normales, gewöhnliches Level. Ja. Auch schön mit Power-Ups, die man immer wieder bekommt. Ah, hätte ich mir einfach holen können. Okay. Mhm. Ja, schöne, angenehme Länge auch. Schöne Schwierigkeit. Also, na gut, schwer ist es jetzt nicht. Aber schön designt. Macht Spaß. Kann man spielen. Schön. Schönes Level. Mal gucken, ob wir Erster geworden sind oder ob es jemand vor uns geschnappt hat. Das jetzt zu schnappen ist ja nicht schwierig, ne? Man muss einfach nur ein schnelles Level gestartet haben. Yes! Nice. Prima. Sehr schönes Level. Next. Okay, wir gucken ganz kurz rein. I'm about to end this man's whole career. Mansion of Rage Quit. Ob er das ernst meint oder ob er doch einfache Sachen gebaut hat und nur denkt, dass es schwer ist. Okay, Problem ist schon mal, wenn es dunkel ist, kann natürlich sehr viel Troll passieren. Ja, das war klar. Okay, einfach rüberspringen, kriegen wir hin. Hat nicht gereicht. Da kommt ein Swamp runter. Habe ich schon gesehen. So, stopp. Wo kann ich da jetzt landen? Zwischen den Manschern? Ach so.
Irgendwann kommt wieder was runter bestimmt. Oder rüber oder keine Ahnung. Ich springe einfach mal die ganze Zeit, weil ich es kann. Ha. Leap of Faith. Okay, Leap of Faith hat funktioniert. Die fallen jetzt runter, theoretisch. Das tut aber nicht weh. Hast du dir so gedacht, mein Freund, dass ich darüber springe? Das ist auch das ganze Level. Oh mein Gott, let's go. Das ist schon das ganze Level. Ja, easy. Ja, komplett easy. Wo geht's denn runter? Mist. Da geht's runter. Oh mein Gott. Mist. Jetzt habe ich's rausgefunden. Jetzt werde ich aber nicht der Erste sein, weil das jemand anders vor mir rausgefunden hat. Ah, verdammt. Okay, der ist. Und nach dem vierten. Nach dem vierten kommt der Absprung. Gut, 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 gut. Wie ging das weiter? Da waren hier die Blöcke, ne? Genau. Und jetzt einfach hier rüber. Nice. Haben wir es geschafft oder nicht? Ich glaube, ich war zu langsam. Ah, yes. Sweet. Ah, sweet. Erster werden fühlt sich so gut an. Autoscrolling gegeneinander. Ich habe Angst. Wir gucken es uns an. Also, das war das, was ich meinte. Das ist kein Rage Quit. Menschen, das ist... Pff. Ja. Das war nix. Oh, gib mir den Mond. Und dann gib mir die Wolke. Und dann let's move. Oh, ich bin langsam unter Wasser mit der Wolke. Dann bringt mir die Wolke ja gar nichts. Really? Was ist das für ein Gegeneinander? Was ist dieses Level? Was ist dieses Level? Warum? Was? Deutsches Level 6-2, auch wieder in irgendeinem, innerhalb irgendeiner großen, eines großen, ich wollte schon gerade sagen Hex, aber ist ja kein Hack. Aber, puh. So. Warm Lake Cavern. Der Name klang schon mal cool, ne? So. Eine Untersee. Eine Unterwasserhöhle. Ist auch schön designt. Kann man schon mal nichts sagen. Ja, klar geht er in die Richtung weg. Bleib hier! No! Komm her jetzt! Oh mein Gott. Jetzt müsste ich ihn gleich wieder verlieren, damit es auch ja unnötig war. Ja, das können wir jetzt, brauchen wir jetzt nicht. Da-dam, da-dam. Nein! Gib mir den Pilz. Yes. Die ganzen Münzen, die hier durchfliegen, irritieren ein bisschen, weil man immer denkt, das sind die Fische. Und als Gegner. Und dann sind es gar keine. Ah, mein Gott, hi. Dann sind es aber gar keine Gegner, geh weg. Aber schönes Level. Definitiv. Das ist ein schönes Unterwasserlevel. Und wir sind wieder im Warmen und gehen zurück in den warmen See. Beziehungsweise in die warme Unterwasserhöhle. Jetzt aber mit Feuerblume. Jetzt ist das Level passé. Die Frage ist nur, sind wir schneller? Sind wir wirklich Erster? Oder hat jemand vor uns das Level entdeckt? Das ist die einzige Frage. Weil es zu schaffen, ist nicht das... Oh nein! Es zu schaffen, ist nicht das... Ich bin besser ganz schnell still. Ich krieg keinen Pilz hier raus. Mist.
Jetzt war ich zu voreilig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kommt runter, der kommt runter, der kommt runter, der kommt runter. Lass mich in Ruhe. Hier unten muss das Ende sein. Weil es geht nicht weiter runter. Das Screen geht nicht weiter runter. Oh nein. Oh no. Oh no, ein letzter Blooper. Nein, Blooper. Oh Gott, der hätte in die andere Richtung gehen können. Der hätte in die andere Richtung gehen können. Huh. Wait, wow, 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 wow. Ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Uff. Shish. Komm schon. Yes. Auch ein schönes Level. Airmaid. Was baut Airmaid sonst so? Ist das sein eigener Hack in Anführungszeichen oder... Ah ja, Tatsache. Guck mal, der baut alle die Dinger. Ah, das heißt, er hat einfach so ein riesiges Ding gebaut. Eins als Kaizo-Level. Na, was hast du dir dann da überlegt, mein Freund? Zeig mal her. Das war jetzt nicht so gut. Ach so, doch. Ich sehe jetzt, dass die Pfeile ja rübergehen. Ups. Aber das schafft man ohne den. Ja. Ich brauche den da unten doch gar nicht. Der ist doch komplett useless. Oder? Und der P-Switch ist doch auch komplett sinnbefreit. Wofür ist der P-Switch da? Ja, wir drücken ihn mal, falls wir ihn doch brauchen sollten. Ah ja, okay, kriegen wir hin. Bis auf den Anfang erkennt man aber nicht mehr viel von 1-1. Ach Mist. Jetzt geh halt... So. Ja, da ist nicht mehr viel von 1-1 zu spüren. Okay. Ach, geh halt da hoch. Gott. Dieser Mario. Dieser Mario. So, aber wenn ich jetzt hier unten bin, ist es vorbei. Nee, er könnte sogar rüberkommen, glaube ich. Aber ich glaube, ich versuche lieber auf der Röhre zu landen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ja, was tue ich denn hier? Gleich weiter. Yes! Okay. Die Lücke da gefällt mir nicht. Warum löse ich den überhaupt aus? Ich brauche den Blödsinn nicht. Ich weiß gar nicht, wofür der da ist. Der kostet mich nur Zeit. So, hier warten wir, gehen auf den und dann hoffen wir, dass wir die Lücke... Oh mein Gott. Viel zu gut. Oh, das war blöd. Einfach weiterrennen. Okay. Und wenn jetzt der P-Switch ausgelöst wäre, wäre es ja eh kacke. Also was will ich mit dem P-Switch hier an der Stelle? Kompletter Quatsch. So, wir warten wieder. Jetzt werde ich die Lücke nicht mehr treffen. Ja, ja, das war viel zu viel Glück gerade. Aber ist okay. Na, ah, das jetzt zu treffen, ist wieder pures Glück. Aber zum Glück kommt man hier schneller hin als bei Rasierer. No offense. Huch!
Halt! Mache ich aber hier Blödsinn. Was ist denn los hier? So. Nice. Go! Wow, what? Die hinteren zwei sind nicht abgestürzt. Das heißt, die muss ich nutzen. Ah, verstanden. Verstanden. Reicht nicht? Doch, reicht. Okay, ich dachte es, das reicht nicht. Ach, ich hasse es. Wie gesagt, in so Lücken reinspringen ist auch wieder so eine Sache. Das kann ich überhaupt nicht. Merkt man vielleicht. Oh, ich habe die Röhre gar nicht ausprobiert, by the way. Vielleicht kann man in die Röhre rein. Kann man! WTF? Oh Gott, das ist jetzt timen. Ich hab's richtig getimed. Was? War das jetzt ein Troll oder geht's da weiter? Tschüss. Was war das denn für eine Aktion? Aber ich kann nicht. Ne, es waren ja alles Münzen, das heißt, hier kann auch nichts. Kann ich einfach fallen? Okay, nein, einfach fallen kann ich nicht. Ich muss vorher springen. Okay. Nein, ich verfehl's. Jetzt treffe ich die Röhre nicht mehr. Ach, leck mich doch am Senkel. Gut, hier muss ich halt eh warten. Passt. Ich müsste da geduckt reinkommen, aber dann weiß ich halt noch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ist es auch Troll, keine Ahnung. Ja, aber dann in die andere Richtung höchstens. Also ich komme da geduckt wieder raus. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Aber dann. Zu spät. Oh, ich habe da gerade eine Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. Thank you.
Ja, aber was soll da drüben kommen? Das verstehe ich nicht. Nee, wir gehen den normalen Weg. Ja, okay, Idee funktioniert. Ich kann den Swamp einfach überspringen. Das macht es schon mal viel angenehmer, hier hinzukommen. Okay. Also die hinteren machen den hier nicht. Die gehen darüber. Und dann interessieren die mich nicht mehr. Jetzt bleibt der da hängen, oder was? Das ist natürlich auch nicht so geil. Ja, weil ich dann da durch muss. Okay. Gut zu wissen, da muss ich vorher vor dem runterfallen. Aber das macht den Anfang jetzt schon mal so viel angenehmer, hier einfach drüber zu gehen. Und dann einfach da drüber zu gehen. Und hier halt auf die Lücke zu hoffen. Ja. Die treffe ich manchmal und manchmal treffe ich sie nicht. Ist jetzt halt so. Bin einfach nicht geschaffen für so einen Präzisionsmist. Bin einfach nicht. Geschaffen für so einen Präzisionsmist. Nein! Ja, moin. Leck mich doch. Fett hier. Oh Gott, das ja, ich hab's gemerkt. Ich war irgendwie den irgendwie war der Speed raus. Weiß auch nicht, was passiert ist. Gott. Nein, oh, der ist. Der hängt den. Der setzt den fest, ne? Ah, ich komme nicht schneller dadurch. Der wird immer vor mir sein. Der wird immer vor mir sein. Ich muss also dann Präzisionssprung da durchmachen. Na gut. Ja, nee, das ist jetzt nicht so günstig. Nee, da kann ich nichts machen. Keine Chance. Keine Chance. Okay. Ja, tschüss. Das hat ja gut funktioniert. Was ist denn jetzt? Was mache ich jetzt wieder falsch hier? Außer alles. Ach Mann. Ja, wenn ich da nämlich zu schnell rüber, dann ist es nicht so, wie ich das gerne hätte. Das war Quatsch. Ich habe nicht nachgedacht. Geht das trotzdem? Das geht trotzdem auch. Okay, das geht auch klar. Also das kann man retten, wenn man den Sprung oben nicht schafft. Kann man das retten. Gut zu wissen. Ach Mann. Oh, zu bald. Thank you.
Ich bin zu schnell an der Wand dran. Ich bin zu schnell an der Wand dran. Ach, jetzt... Denk halt nach, Kerl. Dann, wenn ich zu schnell ist es. Der zieht ja sowieso vor mir weg, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich da wirklich viel ausrichten. Oh Gott, das war blöd. Dass ich da viel ausrichten kann. Ich glaube, es ist schlauer zu warten, keine Ahnung. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine andere Idee. Ich kann ja erstmal den antriggern. Und dann den. Und jetzt zieht er doch zurück, oder? Nein. Weil warum zieht denn der andere nicht mehr zurück? Das ist doch die Frage. So, der hängt da aus irgendeinem Grund fest. Ich weiß nicht aus welchem Grund und wie ich da durch kann am besten dann. Der geht ja nicht mehr zurück. Das ist mein Problem. Warum geht der nicht mehr zurück? Na, ich... So, nur den. Und jetzt den. Und jetzt... Ich muss irgendwie verhindern, dass der hinterherkommt. Ich glaube, der ist das Problem. So, wenn der da ist... Oder bleibt der trotzdem da hängen? Ich habe keine Ahnung. Ich komme da halt nicht durch, wenn der da ist. Der muss wieder zurück. Der muss wieder zurück, aber ich weiß nicht, ob der wieder zurückgeht. Ich weiß halt nicht, wo der hängen bleibt und warum der da hängen bleibt. Irgendeinen Grund muss es ja haben. So, weg mit dir. Und du jetzt am besten nicht. Krieg ich das hin, dass der... Jetzt kommt er zurück! Okay, also liegt es tatsächlich an dem anderen Swamp. Gut. Dann kriegen wir das reguliert. Eine Erkenntnis mehr. Wie würde die GR sagen? We are gaining the lore. Ach ja, ich guck zu viel, ich weiß. Wobei ich jetzt mittlerweile auch The Beast gucke. Der ist ja komplett anders im Spielstil. Der ist ja komplett ruhig. Jetzt kommt er hinterher, der blöde Trick. Warum kommt er denn hinterher? Selbst wenn ich hier stehe, kommt der, geht der schon los. Oh, ich komme aber auch so runter. Das da unten ist das nächste Problem. Ich muss da mit Anlauf drüber. Oh Gott, das hört einfach nicht auf. Die Probleme hören einfach nicht auf in dem Level. So, weg mit dir. Jetzt tschüss. So, jetzt muss ich hier irgendwie mit Anlauf darüber kommen. Ich weiß nicht. Ja, ach du Scheiße. Wie soll ich denn das? Können wir doch nochmal hier gucken, ob ich vielleicht hier einen besseren Weg weiter... Ich hab... Das wird nicht besser hier, ne? Das wird nicht besser.
Da drüben ist das Ziel. Da drüben kommt das verdammte Ziel. Ich hab's gesehen. Ich hab die... Oder war das eine Wolke? War das die Spitze von der Zielfahne oder war das die Spitze von der Wolke? Ich glaube, da kommt das Ziel. Aber ist der Rest dann Troll oder was? Oh, ich sehe es wieder nicht, Mann. Ist das nur eine Wolke oder ist das das Ziel? Scheiße. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.